Hallo, hier Daxel mit dem Let's Play 4-3 Part 8. Ich stelle nur noch den Timer und dann kann es auch schon losgehen. Ja, tolle Statistik, weiter. Die Brüder gehen nach Pepper zurück. Nicht ahnt, welcher Albtraum sie erwartet. Abschnitt 3. Großmarkt. Sag mal, wie fühlt es sich an, den eigenen Bruder zu töten? Mir hat es keinen großen Spaß gemacht. Dir kam nie in den Sinn, Befehle zu hinterfragen, oder? Du hast eben getan, was man von dir verlangte. Weißt du, was ich denke? Du hattest Schuldgefühle. Und das hat dich weitermachen lassen. Starker Widerstand in Sektor 40. Diese Tötungsaufträge werden immer gefährlicher. Wir haben heute 5 Männer verloren. Du hast einen völligen Knall, wenn du nach Fairport zurückgehst. Da unten hältst du keine Minute durch. Wenn wir dich nicht erwischen, werden es diese Freaks tun. Hört sich an, als würde der bescheidene Versuch von Arme Cam, das Chaos zu besiegen, nicht so problemlos verlaufen. Ja, es war ja irgendwie klar. Das waren wohl unsere kranken Freaks, die er gemeint hat. Ziel, finde einen Weg in die Innenstadt von Fairport und komm an diesen ganzen Namengesichtern vorbei. Das sowieso. So, für Seelenband, Blag, Hex, wir... jetzt eine Stelle vor uns, die mal... Infizierter Helikopter abgestürzt. Verlassen. Rasterfeld 113 Alpha. Status gern, kein Zugriff. Rasterfeld 113 Alpha ist nicht sicher. Ich wiederhole, nicht sicher. Stellung halten. Wir warten auf Verstärkungseinheit. Warten ist nicht das... Was auch immer das jetzt war. Warten ist nicht das, worauf wir hoffen werden. Und wir werden jetzt auch nicht auf irgendwelche, naja, Truppen hoffen. Denn wir wollen ja mit denen eigentlich nicht wirklich was zu tun haben. Also gehen wir so schnell wie... wir werden verfolgt. Wie möglich hier raus. Und ehrlich gesagt, ich mag hier die Stelle gar nicht. Weil die, die Gegner sind nicht so das Wahre und, Und ich finde auch einfach, dass diese Gegner nicht wirklich viel typisch sind. Aber naja. Geschmackssache bleibt Geschmackssache. So,
Ja, wir sind aber immer noch auf dem Weg zu Fairport und na, dann müssen wir halt hier erstmal durch und jetzt schmeißen sie schon nach, mit Kartons nach uns. Das, diese Höflichkeit heutzutage. So, suche einen Ausgang. Ja, das ist mir klar. Oh, was haben wir hier? Ein Seelenband und Munition. So will ich das doch haben. Oh, Speicherung. Was ich an diesem Spiel auch noch gut finde, ist, dass manche Sachen sich hier immer wieder mal verändern. Also, dass es nicht immer hundertprozentig genauso abläuft. Finde ich sehr positiv. Plus 6. Oh Gott. Und Munitionsmangel hat man hier auch niemals. Na, ich gehe hier nochmal zurück. Whatever this is. Ach, nur so ein Namengesicht. Gut, dann machen wir keine Sorgen. Dachte schon, dass was Gefährliches ist. Also, pst. Okay, weiter. Granaten. Naja. Da schreit jemand förmlich nach Aufmerksamkeit. Na gut. Gut, schauen wir mal, was ja auch schon wieder los ist. Wahrscheinlich wieder nur so ein paar Verrückte. Speichern. Okay. Oh, hier mal. Noch mehr Munition. Also jetzt ganz ehrlich, wir haben jetzt so viel Munition dahin bekommen. Warum schmeißen die uns jetzt ins Inventar noch Pistolenmuni? Und man muss nicht wirklich irgendwo hinschießen, es sei denn, mal ist extrem schreckhaft. Ah, jetzt weiter. Okay. Überall ist dunkel und man ahnt nur diese Gegner, die, naja, man nicht wirklich ernst nehmen muss. Aber man kriegt sie noch nicht zu Gesicht. Na, gehen wir hoch. Und ich hoffe mal, dass das dann mal so bald endlich hier wieder losgeht. Dann ich werde nicht einfach nur so sinnlos wieder herumrennen müssen. Wir werden sie aber bald. Wie kommen wir denn da hin? Seelenband. Das ist natürlich auch gut. Aber ich frage trotzdem nochmal, wie kommen wir da hin? Ah, toll, jetzt bin ich ganz runtergefallen.
Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Das würde mich wirklich interessieren. Dadurch kriegen wir ja 5000 Punkte. Und das ist nicht wenig. Vielleicht indem wir hier und hier hochspringen? Na? Ich glaube nicht, dass das von... Ich glaube nicht, dass es vom Spiel so, ja, ne? Unglaubliche Artikulation. Ich glaube nicht, dass es vom Spiel gewollt ist. Aber irgendwie muss man ja dahin kommen können, denn umsonst werden sie sowas da nicht hinschmeißen. Und ich glaube nicht, dass ich hier einen Hechtsprung machen muss. Oder soll. Oder? Aber die einzige Verbindung ist da. Und ganz ehrlich, man kommt von dort aus nicht darüber und daher ist es eigentlich sinnlos. Kann man das abknallen? Nee, natürlich nicht. Versuche ich mal beim nächsten Mal rauszufinden. Dies war's von der 8. Folge von 4-3. Euer Doc Saber. Und wie ist denn hier so in diesem Blarkeks weiter? Das seht ihr dann. Bis dann.